Sie ist aber wirklich die erste Künstlerin in der Stadt, namentlich, was wir bisher eben wissen. Und da haben wir als Anlass genommen den 60. Todestag im Dezember diesen Jahres und werden dort im Stadtmuseum, ich sag mal, eine Ausstellung mit ungefähr so 60 Gemälden machen. Wir hoffen halt, dass es vielleicht den einen oder die andere gibt, die noch ein Bild zu Hause haben, ein Gemälde, vielleicht auch Auskunft darüber haben wollen. In Cottbus soll es eine Ausstellung geben zu und über Elisabeth Wolff, sage ich mal. Ich frage erstmal, aus welchem Anlass, was ist Zweck des Ganzen? Also Sinn und Zweck des Ganzen ist eigentlich so ein bisschen Elisabeth Wolff wieder ins Bewusstsein der Stadt zu rücken. Es ist ja eine Künstlerin, die sehr lange und viel hier gewirkt hat. Eigentlich war Cottbus ihr Lebenszentrum. Und da haben wir als Anlass genommen den 60. Todestag im Dezember diesen Jahres und werden dort im Stadtmuseum, ich sag mal, eine Ausstellung mit ungefähr so 60 Gemälden machen. Wir planen auch ein kleines Büchlein, einen Katalog dazu herauszugeben. Und ja, wir sind dabei halt die Archive nochmal zu wälzen und haben schon eine Entdeckung gemacht, wo doch sich einiges ändern wird an dem, was man so landläufig vielleicht, wenn man sich für Elisabeth Wolff interessiert, gelesen hat. Ich wollte gerade fragen, was ist vielleicht auch alles wirklich noch bisher vorhanden und auch da gesichtet worden schon, beziehungsweise was wird auch noch benötigt, Tatsache? Also gesichtet ist zum Beispiel schon, es gibt eine große Gemäldesammlung im Stadtmuseum. Ihr Nachlass ist ja dort hingekommen, zusammen mit dem Nachlass ihres Lebenspartners Georg Cory. Und das haben wir alles schon genau gesichtet. Da wird inzwischen schon ein Restaurator und ein Repo-Fotograf dran arbeiten. Wir werden auch einzelne Werke ausleihen. Wir haben zum Beispiel ein Gemälde entdeckt zum Ersten Weltkrieg im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Da waren wir total erstaunt. Auch sowas gibt es also. Und aus Privatsammlungen wird es was geben. Aber wir sind natürlich auch immer noch auf der Suche. Es liegt auch daran, dass Elisabeth Wolffs Elternhaus damals in Sandow stehend Opfer des Krieges geworden ist am Februar 1945 und dadurch vieles auch verloren gegangen ist, gerade was frühe Zeugnisse anbelangt. Da haben wir also nicht so viel. Andererseits, glücklicherweise, haben wir im Stadtarchiv zwei Aufzeichnungen sehr umfangreicher Art gefunden, Autobiografien gewissermaßen, wo wir doch vieles jetzt auch nochmal neu betrachten und zum Teil auch umschreiben müssen. Ja, also das ist schon ein sehr spannender Prozess und wir hoffen halt, dass es vielleicht den einen oder die andere gibt, die noch ein Bild zu Hause haben, ein Gemälde, vielleicht auch Auskunft darüber haben wollen, aber vielleicht gibt es auch noch andere Zeugnisse, Fotografien oder Erinnerungsstücke, dass wir da vielleicht noch ein bisschen sozusagen dichteres Material bekommen und vielleicht das eine oder andere natürlich auch für die Ausstellung mitverwenden könnten. Das wäre toll. Das heißt, wohin kann ich mich wenden, wenn ich vielleicht auch noch ein passendes Werk habe? Da ich vom Stadtmuseum sozusagen beauftragt bin, würden wir einfach auch den kurzen Weg wählen. Das ist in Cottbus 0355 430 3937. Das ist mein Telefon. Ich habe auch einen Anrufbeantworter. Also wer Interesse hat, kann sich sofort bei uns melden und wir machen dann einen Termin aus und wie auch immer, welche Fragen und Wünsche oder Gegenstände dort auftauchen. Wir sind da sehr offen und Robert Büschel, der Leiter des Stadtmuseums, mit dem wir zusammen das Projekt machen, der wird da vielleicht auch noch mit drauf schauen, sodass wir da gemeinsam gucken können und eine Auskunft geben können oder vielleicht uns auch darüber freuen, dass es noch eine Entdeckung gibt. Das heißt, zusammengefasst, wann und wo wird es dann tatsächlich in diesem Jahr die Ausstellung zu sehen und zu erleben geben? Also die Ausstellung wird exakt am 11. Dezember im Stadtmuseum in der Bahnhofstraße natürlich eröffnet und ja, also das wird natürlich auch vorher nochmal durch die Medien gehen. Ja, wir hoffen, dass es vielleicht auch sogar noch einen Katalog dazu geben wird. Vielleicht aus Ihrer Sicht, was hat Elisabeth Wolff auch so, sag ich mal, so besonders gemacht? Auch wie wichtig ist es vielleicht auch generationsübergreifend, ihr das Schaffen von ihr auch immer wieder mitzugeben, den jüngeren Generationen, sag ich mal?
Also zum Beispiel ihr Großvater war ja auch ein Künstler hier in Cottbus, hatte ich gerade vorhin kurz berichtet, der als Zeichenlehrer, aber eben auch als Porträtkünstler und als Musiklehrer hier tätig war. Sie ist aber wirklich die erste Künstlerin in der Stadt, namentlich, was wir bisher eben wissen. Und sie hat sich auch viel um die Stadt bemüht. Sie hat Stadtansichten gemalt, porträtiert, Persönlichkeiten, die eigene Familie. Und das ist schon was Besonderes, ja. Also insofern denken wir, es ist einfach an der Zeit, sie nicht nur mit der Elisabeth-Wolf-Straße und der Schule in der Stadt im Stadtbild zu haben, sondern vielleicht auch im Bewusstsein, dass es da die eine oder andere interessante Malerei, interessantes Porträt oder eine interessante Stadtlandschaft gibt.